So, jetzt gucken wir erstmal und raus aus der Rüstung, Mensch. Wir sind zu Hause, also raus aus der Rüstung und rein in die Jogginghose. Ding, dong, na, Band. Ist das hier nicht unser Kollege gerade eben aus dem Cranberry-Bock? Ich glaube schon. Er war auch unser Gruppenmitglied. Ach, Herr Jemine. Alles vertickt. Wie viele Ballistik-Box haben wir noch? Gar keine mehr. Es hat sich schon so komisch leicht hier alles angefühlt. So, müssen wir schon wieder neu kochen? Nee, können wir uns diesmal ersparen. 1, 2, 3. 1, 2. Das reicht erstmal. Und nun Pläne. Genau, stimmt. Pläne wollte ich machen. Das einige ist, was sicherlich im Keller aufgebaut werden möchte. Wie wäre es mit Küchenstühle? Nee, die nicht. Befestigte Fahnenstange. Das ist auf jeden Fall was für einen Keller. Gefestigte Fahnenstange. Wo packen wir die am besten hin? Meine Güte, sieht das hier gemütlich aus. Wir müssen hier unten auf jeden Fall noch das Baubudget voll machen. Vorher gehe ich hier nicht raus. Irgendwie kriegen wir das bestimmt noch voll gekloppt. Das sieht echt schön aus, aber teilweise zu dunkel, ne? Ich finde, er hier steht einfach mal viel zu sehr im Dunkeln. Woran liegt das jetzt an? Der Sporenpflanze? Nein, das ist ja keine dynamische Beleuchtung hier. Also nicht so richtig. Da muss, ja, die Party muss noch mehr erleuchtet werden, aber nicht jetzt. Gefestigte oder befestigte Dekobänder. Ich guck mal eben hier. Ne? Ich hab das gestern zum Ende der Aufnahme schon probiert gehabt, aber das Stück musste ich wegschneiden aus privaten Gründen. Und deswegen ist es jetzt hier nicht mehr bei neu. Ich glaube, wir finden das jetzt unter Wanddekor. Und es hieß ein bisschen anders. Hier, befestigt doch, alles cool. Befestigte Dekobänder. Gut. Aber als Plan hieß es irgendwie anders, ne? Ich glaube schon. Wie dem auch sei. Es war die 01. Wo bringen wir die 01 an? Ist halt gestrüppt, ne? Also, das müssen wir hier schon irgendwie hier vielleicht vor der Tür. Die sieht noch so nackig aus. Das geht, ne? Kriegen wir das auf der anderen Seite genauso gut hin? Oh, oh, oh. Block oder schwebt es dann? Nee, das ist in Ordnung. Das können wir gelten lassen. Und ich sollte auf jeden Fall hier mal diese Aufgabe nicht mehr tracken bezüglich der EP-Punkte. Hier, das hier. Aus Versehen, im Eifer des Gefechtes. Hallöchen, neue Aufnahme. Wie gesagt, viele neue Aufgaben sind dazugekommen. Und ich möchte auch noch, bevor wir in die Action ziehen, ein paar Kleinigkeiten aus dem Atomshop abholen. Ich bin ja noch Fallout First, habe aber schon gekündigt. Kann ich ja schon mal erwähnen. Ich habe noch 6 oder 7 Tage Fallout First und dann wieder zum Ende der Season, ne? Ja, und trotzdem, naja, weil ich noch Fallout First bin, habe ich Kram geschenkt bekommen. Und den möchte ich natürlich abholen. Dafür habe ich bezahlt. Das waren meine eigenen Renditen. Zack, zack, zack. Glücksspiel, Glück abholen. Weiter geht's im Text. Haben wir verwurstet. Gewerkschaftsbanner, Ortsgruppe. Jut, zack, machen wir. Gewerkschaftsbanner, Ortsgruppe. Ganz links. Schön rot, ne? Meine Güte, wo könnten wir das noch anbringen? Na, hier so. Noch in die Ecke. Über der Strebe. Oh nein, der Tunnel der Liebe. Genau jetzt. Aber wenn ich erstmal raus bin, dann machen wir nur noch Action. Dann komme ich gar nicht mehr zum Bauen heute. Ich kenne mich. Es sind einfach viel zu viele gute Aufgaben da. Aber die rennen ja auch nicht weg. Das ist ein sehr langer Aufnahmetag für mich. Ich habe mich riesig drauf gefreut. Ich habe ganz viel Zeit mitgebracht. Ja, erstmal machen wir aber hier die Kleinigkeiten fertig. Das haben wir uns vorgenommen. Na, komm schon. Ich finde hier schon noch ein Plätzchen für dich. Oh, hier, das ist ja super. Das ist ja dann ein zweiter Layer über den Bildern, über den Postern, die dann zwar nicht mehr richtig zu sehen sind, aber alle noch teilweise. Ich finde, das bekommt hier eine sehr schöne, gemütliche Front dadurch. Block. Ja. Alle Poster blitzen hier noch so ein bisschen um die Ecke. Das finde ich gut. Kann ich dich vielleicht noch ein kleines Stückchen nach rechts bewegen? Geht das? Nee, nur glitchy. Aber ist okay, wie gesagt. Ist in Ordnung. Ist eine sehr, sehr wilde Posterwand mit mehreren Layern. Dankeschön. Der nächste Plan bitte. Girlande, Helvetia, Fastnacht 02. Girlande, okay. Girl.
Girlande. Das ist gemeint. Nein, das ist nicht gemeint. Hier, die zweite. Die rote hatte ich schon, aber die rote habe ich nie aufgebaut. Sollten wir mal tun, ne? Für die Party-People, das passt ja hier wie die Faust aufs Auge. Auch wenn es so ein bisschen... Hier, oh Gott, ja. Stopp, noch ein bisschen nach links wegen der Lampe. Soll ja nicht anfangen zu brennen hier. Ah, oh, Schande, die Strebe hier. Nee, es muss so ein bisschen in die Lampe reingehen. Block, ist okay. Ist in Ordnung. Wir müssen die Lampe im Auge behalten. Das kann da sehr schnell anfangen zu brennen. Kriege ich noch eine zweite irgendwie hier? Diagonal hin? Naja, das wäre schon ziemlich cool, oder? Wirkt das gerade nur so, als ob das an der Wand befestigt ist? Und in Wirklichkeit schwebt diese Girlande. Komm schon, du Girlande. Ich möchte dich jetzt hier platzieren. Ja. Oh mein Gott, das sieht ja richtig gut aus in der Ecke. Hätten wir das nicht hier auch mit ihr machen können? Vielleicht. Eventuell. Komm schon. Ich glaube, die streikt jetzt gerade nur, weil ihr Phantomabbild hier noch da ist. Ich glaube, das würde besser gehen, wenn ich sie komplett mal eben hier... Lager. Ja, lagern ist besser. Zack. Nein, die rote. Bei gelagert muss ich die nehmen. Nein, rot. Rot soll es sein. Und dann diagonal. Come on. Was krepel ich mir hier einen auch ab? Ich habe doch die freie Kamera. Ist doch viel besser, aber ist so schnell. Ne? Ich habe immer noch nicht die Geschwindigkeit angepasst. Nee, es ging sogar mit Charakter irgendwie besser. Ja, ich muss die Geschwindigkeit weiter nach unten drosseln. Nice! Wir verkaufen Schatzkarten. Komm schon. Bitte. Oh mein Gott, ja. Kohle. Schande, wir. Doch, nee, wir haben noch ganz viel bis zum Limit. 40.000 war das Limit, ne? Richtig. Genauso viel, wie ich aktuell verlange für den Zettel. Du wurdest beleidigt. Oh mein Gott, die sind echt immer beliebt. Und mit 149 Kronkorken pro Schatzkarte bieten wir die auch zu einem astreinen Preis an. Deswegen gehen die auch immer so gut weg. Stopp, 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 stopp. Ist gut, perfekt. Aus verkehrt rum, ne? Aber das ist doch viel lustiger dadurch, finde ich. Die Girlande ist viel lustiger, wenn es verkehrt rum ist. Ich warte mal kurz den Verkauf ab. Komm schon, Papa braucht ein paar neue Schuhe. So gut. Warum? Was ist an diesen Schatzkarten so toll? Ich verstehe es nicht. Was kann man da noch für Kram freischalten, den wir jetzt zum Beispiel noch nicht haben? Aber es wird wahrscheinlich noch einiges geben, was wir hier nicht haben. Wir haben vielleicht maximal 75%, wenn es hochkommt. Aber schön. Schön, dass wir so weiterhin verticken können. Hat sich gelohnt, der Spaß. Lecker Kaffee. Weiter. Wir brauchen... Den nächsten Plan, bitte. Pfefferstreuer, Doppellauf. Ach ja, stimmt. Hatten wir ja alles für Gold gekauft gehabt. Das brauchen wir nicht sofort bauen. Die können wir hintereinander hier genießen. Tunnel der Liebe, Plakat. Sehr schön. Können wir gleich bauen. Tunnel der Liebe. Bei neu jetzt. Das Radzelt-Plakatschild. Das haben wir doch schon, oder? Tunnel of Love. Achso, wir haben... Wir haben beides gekriegt. Das Plakatschild. Aber auch das Poster. Kann ich das Poster hier noch anbringen? Hier geht's zu unserem ganz persönlichen Tunnel der Liebe hier runter. Ne? Kann man, wenn man will, lang gehen, ne? Aber auf eigene Gefahr. Ist das glitchy? Ja, shit, das ist wirklich glitchig. Ich glaube, ich muss kurz... Na, kriegen wir das vielleicht noch? Also, wenn es so glitchy ist, dass ich nicht sehe, dass es glitchy ist, ist es mir egal. Hier ist vieles glitchy. Ah, hier unten war noch... Na, ein bisschen weiter zu... Ja, ein bisschen zu weit links, aber... ja. Nee. Eine Sekunde. So, jetzt nochmal von vorne. Tunnel der Liebe Plakat. Glatt aufsetzen. Ja, naja, schwebt so oder so. Und jetzt die Dekobänder. Ist keine Girlande. Ist ein großer, großer Unterschied. Block, block. Gut gemacht. 1A. Aber ich will das Schild auch irgendwo platzieren. Können wir hier noch das Schild irgendwie anbringen?
Vielleicht vor so einer Vitrine? Das wäre doch gar nicht mal so doof. Haben wir noch gelagerten Kram? Nein. Hier, Tunnel der Liebe? Nein, den haben wir ja links. Aber das hier, das sieht doch ganz nett aus. Aber dann sieht man auch wieder nicht den Inhalt von der Vitrine da. Ich glaube, das muss ich nochmal durchdenken. Nein, nein, nein. Ist gut. Finde Baupläne. Ach so, können wir noch gar nicht bauen. Ach so. Ja, nee. Ja, nee, ist klar. Ich möchte jetzt auch nicht auf Druck hier irgendwas platzieren. Das ergibt ja alles eine Synergie. Es sieht wahnsinnig aus, das ist mir bewusst, ne? Aber wenn man sich ein bisschen länger damit beschäftigt, kann man ein Muster erkennen. Bildet er sich ein. Ja gut, das Projekt. Plakatschild. Später, ne? Machen wir später. Haben wir noch andere Pläne? Nein, du sollst den Pip-Boy öffnen. Tunnel der Liebe, Schneekugel. Wie groß ist diese Schneekugel? Sag ich mal, oh, die ist ja niedlich. Eigentlich stand solch Kram eigentlich immer hier auf dem Herd. Unter anderem, na, hier oben. Oder, oh, warte mal, wir können was in den Herd reinstellen. Also in den Ofen. Tatsächlich. Okay, cool. Alles klar. Aber eine reicht nicht. Ich bin ein großer Fan von Schneekugeln. Zack. Fällt da wirklich Schnee runter? Eine Sekunde. Das würde alles verändern. Ja! Das ist ja irre. Wie detailliert. Warte mal, stopp. Das ist zu dunkel für ein Thumbnail, aber... Aber trotzdem, für uns ist das schon sehr wichtig. Für mich. Vielleicht auch für den einen oder anderen unter euch. Wir sehen es ja dann öfters auf dem Ladescreen und können uns dann erinnern, dass es schneit in diesen Schneekugeln. Warte mal, stopp. Eine Sekunde, habe ich die richtige gebaut? Das ist die falsche, Leo. Du hast auch die falsche in den Ofen gestellt. Schande. Aber ist okay. Ist in Ordnung. Hier, Tunnel of Love. Da passt doch bestimmt noch einer rein, oder? Geht das hier noch? Klar oder was? Nee, es passt nur eine rein. Dann rauf. Ich verstehe es nicht. Manchmal ist das sehr behäbig alles. Aber manchmal flutscht es einfach. Zack, so schön. Oh, das ist ja... Unika Herzchen Schnee in dieser Schneekugel. Aber die muss weg. Die muss auf den Müll. Die hat mich nur enttäuscht. Die, hallo, hallo. Oder die. Eine, die ich nehmen kann. Soll mir recht sein, ne? Die andere ist neuer. Schrott. Und nun Tunnel der Liebe. Hierhin. Neben unseren Entstrahlesessel. Naja, Entstrahlethron, wenn man so möchte. Können wir ja später mal austauschen. Komm schon, ein bisschen weiter nach vorne. Das muss schon alles seine Ordnung haben, sonst schlafe ich wieder schlecht. Gut, schick. Schicki-schocki. Nächster Plan, bitte. Zweiggirlande. Haben wir sogar zweimal. Zweiggirlande, das war die Nummer 1, ne? Zweiggirlande Fastnacht. Nummer 1. Okay, neu. Ist hier... Ah, so eine Sachen sind das, ne? Zweig, ach hier unten. Nennen wir auch die hier. Zweiggirlande. Also eigentlich ist das nur... Das alte Tannennadeln sind das, ne? Also ich, ja, ist toll als Bauobjekt, ne? Aber in echt, weiß ich nicht. Das hat immer was Kratziges, finde ich. Wie so ein alter... Adventsstrauch. Also Kranz. Ja, ihr wisst schon, ne? Wenn die Tannen, also ein echter natürlich, ne? Wenn die Tannennadeln so ein bisschen trocken geworden sind, man traut sich ihn kaum anzufassen, weil ständig irgendwo Nadeln runterfallen. Und da muss man schon wieder aufsaugen. Das würde mich kirre machen. Aber jetzt haben wir das hier freigeschaltet, das Zeug. Wo bringen wir den an? Nee, nicht von Ausgang. Wie gesagt, die Nadeln, die kommen sonst runter. Oh, das war gut. Das ist schön. Das mache ich. Und wir haben sogar noch eine zweite. Heute ist unser Glückstag. Zweiggirlande. Fastnacht 2. Let's do this. Das war die 1. Hier ist die 2. Aber ganz anders. Ja. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Kriegen wir das Teilchen auch hier noch hin? Eventuell. Mhm. Nein. Gerade eben war hier was grün. Nicht über Kloppy. Finger weg von Kloppy. Oh mein Gott.
Unser Kloppy. Unser Junkie-Gewehr. Unser erstes Handmade-Junkie-Gewehr. Mit diesem Gewehr habe ich so halb, so langsam verstanden, wie das funktioniert mit den Schadensbuffs. Habe ich bis heute nicht ganz gerafft, aber trotzdem. Ist gut, ne? Synergiert, finde ich. Mit der anderen Girlande, die verkehrt rum ist. Ne, finde ich gut. Ist schön. Kann man mal machen. Das wäre es soweit, ne? Rezepte gab es ja keine mehr. Die Zauberzettel legen wir später bei Zeiten ab. Nice. Haben wir. Was wollte ich machen? Atomshop, richtig. Atomshop, zeig mal bitte. Da ist jede Menge free. Fallout First. Fangen wir mit den guten Sachen oben an. Eule im Käfig, ein neues Haustier und es bewegt sich sogar. Hört, hört. Welches ist das beste Haustier für ein Camp? Na, die Eule im Käfig natürlich. Dieses Angebot gilt exklusiv für Fallout First Mitglieder, was wir ja noch sind und auch wieder sein werden. Verfügbar März 2023. Na, sicher doch. Klasse, die möchte ich auch gleich bauen. Wobei, das war alles, ne? Da waren nur zwei. Achso, das wäre auch hier vertreten gewesen. Hier ist es nochmal speziell kategorisiert. Aha. Gut. Alles klar. Das habe ich auch. Nicht genug Platz zum Anbauen deiner Pflanzen. Mit diesem holprigen Beet kommst du darüber hinweg. Oh, das sieht ja nice aus. Oh. Mit so einem Zaun drumherum. Aber dafür brauche ich wieder... Brauche ich ein bisschen mehr Baubudget, ne? Ich brauche da nicht nur Baubudget für Tato, Tomato und Co., sondern auch noch für den Zaun und so habe ich leider nicht. Verdammt nochmal. Ich muss mal gucken. Ich glaube, wir sollten doch irgendwann mal... Oh, was? Rucksack? Gekauft. Wir sollten auf jeden Fall irgendwann mal den zweiten Campslot nutzen, den wir haben. Ja, das sollten wir tun. Aber ich brauche ein Grundgebäude. Damals, als ich mich entschieden habe, umzuziehen aus den Bergen von Appalachia runter nach Charleston an den See, habe ich das Tankstellengebäude gesehen gehabt, das wir nutzen für unseren Laden. Und da wusste ich einfach, darum möchte ich ein Camp bauen. Ja, die Idee war erst da, als ich diese Tankstelle gesehen habe. Ich brauche ein Grundgebäude, welches mich so direkt anspringt wie das damals, wie die Tanke damals. Und ich bin mir nicht sicher. Ich glaube... Oh, wow, wow, stopp, eine Sekunde. Noch eine Kaffeemaschine. Oh, und eine Knarrenlackierung. Verdammt nochmal, warum muss denn heute so viel guter Kram hier sein? Ich brauche nur noch 10 Level als Atome, falls ich die Season nicht schaffen sollte. Oh, warte... Also wie gesagt, ja, ich möchte natürlich dann, falls wir irgendwann mal das Großprojekt angehen, neues Camp, möchte ich wieder auf jeden Fall einen Laden haben. Ich möchte, dass es regelmäßig Katsching macht. Das bedeutet, wir brauchen ein Grundgebäude, welches klar ersichtlich ist und für potenzielle Kunden einfach zu durchschauen ist. Ne? Der Laden muss sofort ins Auge springen, auch wenn diesmal eine Wand davor ist. Bei unserer Tanke ist das ja nicht der Fall, ist ja immer offen bei uns, ist ja wie ein Kiosk. Ja, es muss halt stimmen. Und dann brauche ich eine neue Location, wo es genauso viel potenzielle Laufkundschaft gibt wie in Charleston. Da könnt ihr mir ja gerne mal Ratschläge geben, wo ihr denkt, wo das der Fall sein könnte. Aber jetzt machen wir hier erstmal weiter. Eins nach dem anderen. Kaffeemaschine. What the heck? Schande. Double Dunk Lackierung. Ein Doppelter kommt sofort. Mit Slocums Joe Double Dunk Lackierung wächst du jeden Gegner auf. Finde ich echt nice. Ist richtig pinky pink pink. Für die Power Polenta. Gut. Was gibt's eigentlich hier in diesem Paket alles? Ist auch die Kaffeemaschine mit dabei? Ja, tatsächlich. Das würde sich vielleicht sogar lohnen. Dann hätte ich auch das Gebäude. Also, da könnte ich es mir ja glatt vorstellen, einen Laden draus zu machen. Aber es ist halt auch... ist schlecht einsehbar. Da muss ein potenzieller Kunde erstmal reinkommen, um zu erkennen, dass sein Laden überhaupt drin ist.
Gut, bei mir musst du um die Ecke laufen, aber ich habe ja draußen die Marktschilder. Aber die könnte man ja auch hier im Vorhinein am jeweiligen Spawnpunkt, den ich dann ausmachen würde, ja, ebenfalls platzieren. Naja, ich kaufe mir jetzt erstmal die Kaffeemaschine. Wobei, was bringt die uns? Gönn dir und deinem Zuhause mit der Slocums Geschmacksexplosion Kaffeemaschine eine Ladung Koffein. Bedeutet das, dass ich dann zwei Kaffeemaschinen haben kann, die gleichzeitig produzieren? Oh. Naja, das wäre schon cool, ne, wenn das so funktioniert. Verdammt nochmal, ich bin gerade in so einem Kaufrausch. Ich muss aufhören, ich muss doch meine Atome sparen. Vielleicht muss ich doch Fallout First bleiben, dann kriege ich Atome geschenkt immer. Aber zum Ende der Season machen wir das ja wieder klar. Vielleicht diesmal sogar ab 75% unserer klassischen Quote, damit ich die ganzen Booster auch noch dementsprechend ausnutzen kann. Müssen wir gucken. Aber jetzt erstmal, nehmen wir das Ding nun mit oder nicht? Für 20 Tage. Heute kaufe ich es nicht. Ich fühle es noch nicht. Ich fühle es einfach nicht. Hier, da war das Kuscheltier, das fühle ich. Ist gut jetzt. Raus. Und das muss ich auch gleich hier zur Party-Community setzen. Verdammt nochmal. Ich hätte den Internetstecker rausziehen sollen. Jetzt habe ich echt bares Geld ausgegeben. Aber gut, ist in Ordnung. Ist aber auch ein süßes Viech, oder? Block hier auf die Kante. Zur Einsatzbesprechung. Soll aufpassen. Auf den Wendigo-Koloss. Fliegt das? Nee, das sitzt richtig. Aber der Winkel stimmt halt nicht. Der Winkel, na, eine Sekunde, genau. Soll zum Tisch gucken. Und ein Plüschtier hinten für Ellie. Für die Ecke, für Ellies Ecke. Na, alles klar. Zack. Sieht sehr schön aus. Nicht Ellie, oder? Sitzt gerade wirklich links neben mir. Guckt gespannt auf den Bildschirm. Ist immer mit dabei. Aber die Eule, also die Eule ist ja schon, die ist sehr unique. Sehr unique. Die hat ja auch nicht jeder. Nicht jeder ist Fallout First. Ja, auch bald nicht mehr. Ich würde die fast sehr gerne, also sehr gerne, nicht nur fast. Ich würde sie zu 75% fast sehr gerne oben beim Laden irgendwo hinstellen, damit man sie sehen kann. Aber hier unten gehört auch eine her. Vielleicht zum Fisch. Die könnten Freunde werden. Aber wo sollte man dann... Wo sollte man hier noch? In die Mitte vielleicht? Ich meine, ja, wir können da nicht mehr durchgehen. Es wäre halt eine Eule hier unten. Es muss alles stimmen. Es muss alles stimmen. Wobei hier in front of the party community ist eine Party-Eule. Eine Nachteule, natürlich. Natürlich. Und da steht sie jetzt und macht ihre Show. Wie schön. Es bewegt sich. Kriegt davon ein schickes Bild. Eventuell mit mir selber noch drauf. Das sah gerade gar nicht so verkehrt aus. Aber ich bin zu nah dran, ne? Das lässt sich hier gerade nicht anders arrangieren. Bisschen runter, come on. Das ist halt auch nur was für ein Lades. Nee, doch nicht. Stopp. Oh, perfekt. Dankeschön, Eule. Oh mein Gott. Ja, es ist schick, ne? Aber es ist zu viel los fürs Thumbnail. Zu viele Details. Nice. Ich bin sehr zufrieden. Kaffeemaschine wahrscheinlich nicht hier unten im Keller. Nee, wird ja auch gar nicht angezeigt. Wir müssen sowieso schon oben ein bisschen wieder eindampfen. Wegen der Kaffeemaschine und auch noch wegen der Eule. Oh Mann. Vielleicht ein paar unnütze Lampen aus dem Laden, aber da ist keine Lampe unnütz. Die sind alle handplatziert, fast schon präzise justiert. So, wir können ja jetzt schon mal Ausschau halten nach Objekten, die wir eventuell einsparen könnten. Aber es wird halt schwierig. Was ist hier? Nee, die Klingel, die bleibt. Das ist ja seine Klingel. Wir haben hier zwei Klingeln, das stimmt. Einmal eine Klingel für Seifenblasen-Gym. Und einmal seine ganz persönliche. Das war abgemacht. Mit dem Mietvertrag. Aber ich glaube, er braucht hier keine Geschenke. Das passt irgendwie nicht zu ihm. Eigentlich brauche ich hier eine Cola-Sammlung. Aber die hole ich jetzt nicht extra aus dem Keller für ihn raus. Schrott!
Ach, hier doppelter Ballon. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ich muss vorsichtig sein beim Laden. Ich habe gerade meinen ersten Kaffee getrunken. Oh nein, jetzt ist er auch noch weg, ne? Schande. Leo, verdammt nochmal. Ist okay, wir wollten sowieso den blauen mal bauen. Den blauen Trank. Oh, Schande, Mensch. Shame on me. Aber vielleicht bauen wir erst die Kaffeemaschine. Wenn das überhaupt geht. Und die Eule. Das wird sowieso noch schwer genug. Oh Gott, nein. Ich habe ihn rausgekickt einfach. Weg hier. Wir haben keinen Platz mehr für euch. So, wenn die Kaffeemaschine irgendwo hinkommt, dann natürlich hierhin. Neu. So. Gebaut 1 von 1. Das ist doch wohl ein Witz, oder? Jetzt habe ich mir extra noch eine Kaffeemaschine gekauft. Ich glaube, das haben sie jetzt nur gemacht, damit auch die Leute im Nachhinein, die sich beim ersten Mal die Kaffeemaschine nicht gekauft haben, dass die sich die auch noch hinstellen können. Aber jetzt will ich natürlich meine andere Kaffeemaschine haben. Aber schön weiterhin hier versteckt, damit mir keiner unseren Kaffee wegklaut. Block! Sehr schön. Ich hätte vielleicht den Kaffee vorher rausnehmen sollen. Aber okay. Nice, nice, nice. Versteckt hinter dem Busch. Meine Güte, ey. Meine Güte. Ich komme wahrscheinlich heute gar nicht mehr zum Score-Punkte fahren. Doch, natürlich, aber. Aber das Camp muss erstmal stehen. Ansonsten kann man niemand anderes hier helfen. Wo wäre denn hier noch Platz für eine Eule? Ich habe kurz überlegt gehabt, hier Glücksspiel abzubauen, aber nein. Das ist ein Interaktionsobjekt. Das kann man doch nicht einfach entfernen, das Teil. Und draußen soll sie halt auch nicht stehen. Es wird schwierig. Die Kühlbox brauche ich mehr denn je. Aber ich glaube, das Fass hier, das könnten wir doch mal austauschen. Und jetzt vorsichtig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt vorsichtig. Wow. Immer schön lesen, was man hier klein macht. Nougat-Scheinfass groß. Ja. Schon wichtig. Ich stelle es erstmal hier rüber. Geht das noch auf die Bank? Physikalisch korrekt. Ja, das ist in Ordnung. Und hier vielleicht die Eule dann hin. Das ist ein schöner neuer Gegenstand. Muss die dann aber auch so klobig gebogen sein? Wie weit kommen wir da rein in die Ecke? Es wirkt einfach nur... Warte mal, was? Was sagt er? Überschneidet sich mit anderen Objekten, ne? Ich glaube ja. Ich glaube, das stand da gerade eben da. Bitte nicht zu viel überschneiden. Und am Ende können wir sie nicht mehr entfernen. Die Eule. Block. Aber es steht einfach zu sehr im Raum. Es verletzt das Feng Shui. Wir können ja... Oh ja, ich weiß, was wir mit der Eule machen. Es ist zwar dann... Die Eule ist zwar dann nicht präsent hier im Laden, was sehr schade ist. Na, bin ich mir da jetzt sicher? Bin ich mir sicher, den Satz zu Ende zu sprechen? Aber die ist so schön unique, Mensch. Und sie ist neu. Wir möchten mit unserer Eule angeben. Die soll schon gesehen werden können. Ist quasi der Kioskvogel. Wenn es ein Papagei wäre, das wäre doch lustig, ne? Der hin und wieder einen Spruch macht oder so. Wir könnten sie auch hier hinstellen, aber hier ist kalt, Mensch. Aber ist ja... Ist das nicht eine Schneeeule? Ich meine, ich kann das schon ab, aber... Das sieht dann aus, als ob man sich hier bedienen könnte. Ich rupp mir ein paar Federn ab, ne? Dafür ist es doch da, oder? Nee, lieber nicht. Ich werde sie ganz kurz erstmal wieder verwerten. Vorsichtig. Eule im Käfig. Schrott. Und baue erstmal hier den Drachen. Den blauen. Es ist Zeit für eine Veränderung. Auch wenn wir dann keinen schönen Kontrast mehr haben zum Schild hier oben. Kann ich den Teppich vielleicht auch mittlerweile wegmachen? Ja, das Gestrüpp ist weg, was uns hier gestört hatte. Man könnte ja auch den Baum hier tauschen, ne? Eigentlich gegen die Schaukel. Aber dann habe ich hier keine Klingel mehr. Aber die könnte man auch sicherlich woanders anbringen, oder? Zeit für Veränderung. Oh Gott, was habe ich getan? We'll be right back.